Die Kippe glüht noch. Sie können auch nicht lange raus sein. Aber das kann uns eigentlich egal sein. Wir sind hier fertig. Wir müssen wieder rüber zum Becken. Richtig? Ja. Ach so, das ist hier der zweite Ausgang. Ich verstehe, wir sind ja hier drüben rein. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout New Vegas. Der verstrahlte Klassiker aus dem Jahre 2010. Aber bevor wir jetzt zurück zum Becken gehen, gucken wir uns hier noch so eine Gasse an, denn da lag was rum. Das habe ich gerade eben noch direkt vor der Aufnahme entdeckt gehabt. Ach, guck mal. Eine Repetierschrotflinte für den Verkauf. Moni. Stimpak nehme ich mit. Mad-Ax nehme ich mit. Und Nickerchen müssten wir eigentlich auch machen. Aber wir wollen ja sowieso zurück zur Kommandozentrale. Müsst ihr schon wieder kämpfen? Ist das ein Lieber? Ja. Das ist unser Rexy. Ich kann die manchmal hier nicht so richtig auseinanderhalten. Kiste. Oh. Sollten wir auch mitnehmen. Körkchen und Kippen gehen immer. Und flupp und flupp und flupp. Was zur Hölle? Oh, 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 oh. Rexy, pass auf. Hau ihn um, Rexy. Ja. Keine Gnade. No mercy. Cobra Kai. Was? Wer hat denn hier gerade... Ach, er hat mit Raketen geschossen, ne? Und den Rest im VATS-Modus. Boom! Köpfchen. Hallo? Server? Ach nee, ist ja offline, ne? Will wieder nicht. Manchmal will er einfach nicht. Manchmal geht das da mit den Pfeiltasten, aber offensichtlich haben wir heute kein Glück. Na dann eben den Rest manuell. Wie sich das gehört. Oh, da ist ja noch mehr. Na, ein Glück hat uns das die Killcam gerade gezeigt. Ja, danke schön. Altmetall. Mhm. Ich soll mehr davon mitnehmen, habt ihr mir gesagt. Aber ich weiß noch nicht ganz, wofür. Elijahs Wache, das wird das hier sein, ne? Naja, zur Not, wir wissen, wo wir es herbekommen. Da gab's einige. Da gab's... Ih, Hundefleisch, stopp. Eine Sekunde. Ist das gut oder ist das schlecht? Kriege ich da ein Stärke-Minus? Hahaha, wie Hundefleisch. Ja, Stärke-Minus 1 will ich nicht. Main Computer Upgrade, Leermod, Extra Bulbs. Oh, für die Leergun. Die ist sowieso sehr cool. Die soll ich häufiger einsetzen. Welche Muni brauchte sie nochmal? Habe ich sie überhaupt dabei? Waffen, Leer. Mufu-Zelle. Okay, da müssen Mods ran. Extra Bulbs. Ich würde mich freuen. Aber ich denke, fürs Erste haben wir jetzt hier genug. Ist das aufbereitetes Wasser? Ja, gratis. Gratis Wasser ist mein Lieblingswasser. Und was willst du hier? Vergiss es. Auf die Linse. Na, komm schon. Hallo. Manchmal braucht das eine Sekunde länger. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal ist halt komisch, ne? Dann schieße ich eben aufs Gestell. Das wird schon reichen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist... Ah! Ah! Kann ich die auf die Linse schießen? Vielleicht. Nicht, dass das jetzt ein dauerhafter Bug ist. Das wäre natürlich sehr unschön. Aber es reicht. Wir haben genug Schusspower mit dem Medicine Stick. Weggezimmert. Noch wer... Noch wer, der zu viel Altmetall dabei hat, was wir ihn aus dem Körper schießen wollen. So, ist das eine Waffe? Ja! Elijahs zusammengeflickte Tesla-Kanone nehmen. Das ist doch bestimmt eine Quest. Funktioniert die noch? Ja, E-Akkus. Mhm, wir haben doch die mega geilen E-Akkus. Wie viel Schaden macht das Ding jetzt? Durchladen! Hey, wer hat auf mich geschossen? Oh, Schande. Das war eine Falle. Boom. Nein, den da. Mit dem roten Bildschirm. Ah, treffen wir nicht. Na, dann eben. Manuell. Oh, warte. Das ist ja die absolute Mega-Session hier. Komm schon. Ein bisschen dran drehen. Da war wirklich gerade eben der richtige E-Akku drin. Der modifizierte, getunte. Selbst an der Nachladebank zusammengefriemelte Überladungs-E-Akku. Oh,
weia. Wie viel? Oh, stopp, weg. Ich bin verkrüppelt. Spritze. Deckung. Gib mir Deckung. Und eine Arzttasche hinterher, bitte. Wow. Aber wir sind trotzdem immer noch nicht übermächtig. Zumindest nicht in diesem DLC. Aber das ist doch schön, Mensch. Wir kämpfen um unser Überleben. Wir werden nicht untergehen. Na, oh, ist im Eimer. Die Waffe ist kaputt. Na toll. Und das Turbo Laser Rifle ist ja auch im Eimer. Leergun. Just for fun. Sie haben das extra Schraubenkopf Rang 2 erhalten. Ja, gucken wir gleich mal. Schraubenkopf Part 2. Das war hier. Extra Schraubenkopf. Wo ist er denn? Was? Ich hab's überlesen gerade. Sie kennen das Innenleben von Maschinen wie ihre Westentasche und erhalten einen Schadensbonus gegen Roboter. Oh, das sind meine ganzen Mufu-Zellen, meine E-Akkus. Das sieht so cool aus. Normalerweise würden da gar nicht so viele rumliegen. Da gab's eine Mod, genau. Boon lebt noch, ne? Wir gehen mal alle ganz stark davon aus. Und, naja, bewegen uns mit Hilfe der Schnellreise Richtung Becken. Jupp, nimm mal mit. Dankeschön. Wir wollen Persönlichkeitsmatrixen installieren, hier drüben. Da ist er ja schon, der Schlingel wollte uns wohl einen kleinen Schreck einjagen. Wir wollen zum The Thing wollen wir. Und ganz wichtig, mit dem Toaster reden, denn das habt ihr mir empfohlen. Wo ist der Toaster? Wo ist der Toaster? Wir müssen halt ein bisschen ausprobieren, was hier jetzt läuft und was nicht. Hallo? Tatsächlich. Ich bin wieder angeschlagen. Ich zittere Welt vor meiner elektrischen Heizspirale, der Verdammte. Okay, wir geben uns Toaster. Du solltest dich fürchten. Ich bin die Geißel aller kleinen Haushaltsgeräte und das Gespenst, das geringeren Toaster den Schlag kauft. Du ermordest also andere Toaster? Nicht einfach Mord. Ich reduziere sie auf ihre Grundbausteine. Wenn sie erst einmal ausgeweitet sind, kannst du mit ihnen machen, was du willst. Ich habe ein paar Toaster für dich. Haben wir das? Möchte er wirklich Toaster haben? So, so. Was haben wir denn hier? Noch einen unschuldigen kleinen Toaster? Komm her. Was für eine linke Backe. Ah, reingelegt. Oh ja. Nimm das, Toaster. Der süße Geruch von verschütteten elektrischen Innereien. Die sprühenden Dioden. Dafür lebe ich, verdammt nochmal. Toaster und Geräte verarbeiten. Ah, guck mal, wir könnten hier so eine Lobotomisten-Faust erhitzen. Machen wir mal. Ist sie jetzt stärker geworden? Wie gut. Das muss man auch erstmal rausfinden. Kritischer Hitzeschaden. Nice, dann kommt die auch in die Sammlung. Wir müssen uns hier irgendwo eine Kiste zurecht machen, wo wir den Sammelkram erstmal zwischenlagern. Hier, diese Truhe, die sieht auch sehr, sehr gut aus. Da sind 4 Kronkorken drin. Die nehme ich raus. Und stattdessen packen wir rein den Sammelkram. Das ist Sammelkram, das ist Sammelkram. Eine Protonenwurfaxt. Nee, Quatsch, die haben wir schon in der Sammlung. Wir haben uns ja zurück teleportiert. Ich erinnere mich. Rösti, nein. Das Ding kommt da rein. Schallemeter brauchen wir noch. Die Handschuhe und die X2-Antenne. Und wir sollten wirklich mal den Turbolaser reparieren. Okay, dann ist das, wie gesagt, die Sammelkiste. Für diesen DLC können wir schon reden. Du. Ja! Hey, oh mein ja, Gott, wie du. Gut! Hast du Becher? Oh, wie süß, ey. Er braucht die Becher. Das ist ja cool. Wir haben ganz viele Becher, ja. Wobei, Tassen. Warum willst du Tassen? Warum willst du Becher? Süßes Bechersammler. Oh Gott, gib mir die Kaffee. Oh, bitte. Gut. Ich hab da auf deinem Rücken und verspottet mich. Entschuldigung. Tut mir leid, aber ich hab mich ein bisschen mitreißen lassen. Das ganze schmutzige Geschirr da draußen, wie man dir spült, es bricht mir das Herz.
Okay. Kannst du noch etwas anderes? Noch etwas anderes, fragt er. Als würde ich mir nicht wünschen, mal etwas anderes als eine neurotische Hilfskraft zu sein. Wenn du es unbedingt wissen musst, Dr. Möbius hat mich einmal programmiert, elektronische Komponenten in meinem zentralen Einschub herzustellen. Das Modul ist jedoch korrodiert, als der Toaster heiße Krümel durch meine Lüftung gespült hat. Wenn du Ersatz findest, kann ich das für dich tun. Natürlich, aber vorher müssen wir noch ein bisschen quatschen. Und was machst du dann mit den Tassen? Ich soll sie sauber halten. Oh Gott, der Gedanke an all das schmutzige Geschirr da draußen macht mich wahnsinnig. Okay, das macht Sinn. Du bist also ein kleiner Geschirrspüler. Sie können nur noch in ihre Rohmaterialien zerlegt werden. Die kannst du haben, schätze ich. Okay, du scheinst ziemlich von Tassen besessen zu sein. Natürlich bin ich besessen. Ich wurde so gebaut. Glaubst du, ich weiß nicht, wie ich mich anhöre? Das tue ich. Ich bin programmiert, das zu lesen. Sie haben mich gebaut, um mich zu quälen. Nicht beachtet zu werden, schmerzt am meisten. Hey, warum verwandeln wir uns nicht in Robohirne in Gläsern? Weißt du, wie viele Kaffeetassen riesige Robohirne in Gläsern so am Tag verbrauchen? Verdammt wenige! Muggi, alles klar, wechseln wir das Thema, aber... Geht's bei dem neuen Thema um Becher? Vielleicht. Hier, nehmen Sie, was immer Sie wollen. Oh, süße, süße Erfüllung. Ich nehme das so schnell, ich kann für dich auseinander. Na klar, Kaffeetassen und Teller verarbeiten. Teller geht auch. Ich brauche einen Sanitäter. Aber wir haben noch mehr. Boom, was ist los mit dir? Warum brauchst du einen Sanitäter? Hast du keine Stimpaks mehr? Nein, wie kann denn das sein, bitte? Wie konnte das denn passieren? Eine Sekunde, Boon. Oh, wir haben auch nicht mehr so viele. Bitte schön. Schmutziges Wasser kannst du behalten. Wo sind unsere anderen Kaffeetassen? Wir haben ihm 5 Stück gegeben, aber wir hatten noch viel, viel mehr. Oder hat er nur 5 auf einmal genommen? Coffee Mugs, ne? CO. Wo sind unsere ganzen anderen Kaffeetassen? Wir hatten noch viel mehr. Schande, ich suche mal eben. Ach, hier, alles klar. Gib mal wieder zurück, bitte. Und wenn wir schon mal hier sind, dann kriegst du hier gleich noch ein bisschen Duct Tape, Altmetall, Brass. Den Rest, nö, den kann ich behalten. Das wiegt ja alles nichts. Duct Tape, weg. Und sonst, das Lied, ja, das wiegt 3. Das brauchen wir nur hier im Zusammenhang mit den anderen Ressourcen. Das ist ja schön. Hätten wir das auch geklärt. So, was macht er jetzt genau? Jetzt steht er hier rum. Wo willst du denn hin, Kleiner? Ey, der ist ja super. Den hätte ich gern ebenfalls als Begleiter. Können wir schon reden, Scuffed Radio? Das ist ja super. Du läufst jetzt hier die ganze Zeit durch die Gegend? Mogi! Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf Teileproduktion, Funktion, Versorgung mit Energiezellen, Mikrofusionszellen und Elektroschrott einmal pro täglich verfügbar. Also einmal am Tag können wir uns hier Kram abholen. Oh. Ja, Kaffeetassen. Hier, hier, hier. Wobei, kriegen wir erstmal ein paar Komponenten? Ja. Jupp. Bitte sehr. Dankeschön. Hey, das ist ja nice. Das ist sehr hilfreich. Aber die Scrap Electronics werde ich gleich wegpacken. Tut mir leid, heute gibt's keine mehr. Okay, hier bitteschön, noch mehr Tassen. Oh, süß. Bitte, 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 hier. 28. Was? 84 leere Spritzen hinzugefügt? Zu uns? Warum haben wir jetzt bitte leere Spritzen bekommen? Ja, wirklich, warum? Naja, okay. Aber hey, du hattest noch einen Dialog gehabt. Oh, bitte! Nein, 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 ich will mit dir reden. Wer bist du? Du? Du willst etwas ja über mich erfahren? Ja. Mich? Ich vertrag jeder Magie. Du machst mich so glücklich. Hast du schon einmal einen dieser Securitons gesehen? Mit ihren Laserwaffen und Raketenwerfern und grimmigen Gesichtern? Haben wir gerade gegen welche gekämpft? Dr. O war schon immer neidisch auf House Industries und er fand es verdammt witzig, einen winzigen neurotischen Securitron zu bauen. Der Brüller! Also,
Hast du jetzt ein paar Kaffeetassen? Nein, leider nicht. Jetzt gerade nicht. Natürlich nicht. Warum solltest du auch? Du bist ja kein wahnsinniger Roboter, der von Tassen besessen ist. Für dich ist das nur wertloser Müll. Okay, ja, aber wir sammeln weiterhin welche. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir nicht so viel Müll von ihm bekommen. So, was konnten wir hier noch alles anklicken? Eins nach dem anderen. Kamera ist eine richtige Kamera. Kaffeetasse, die kann ich nicht mitnehmen. Doch, die kann ich mitnehmen. Die könnt ihr gleich bekommen. Safe ist ein richtiger Safe. Lass ich mal alles so, wie es ist. Das hat ja auch Dekogründe. Alles, was elektronisch ist, ne, das könnte eventuell hier mit uns interagieren. Der Rucksack? Nee, da geht nichts. Safe? Du bist ein richtiger Safe. Mit dir können wir nicht reden. Jukebox hatten wir schon, ne, aber wir können ja mal wieder den Sound von unserem Schallemitter ändern. Was geht ab, Mann? Ich würde gerne meinen Schallemitter rekalibrieren. Alles klar, Daddy. Spielen wir ein paar. Okay, Mann, okay. Genau, hier Gabriels Bellen und wir nehmen Tarantel. So, Schallemitter Tarantel. Zeig mal, wie hört sich das Teil jetzt an? Okay. Irgendwelche nachvollziehbaren Veränderung. Tatsächlich, jetzt hat das den kritischen Angriff Brand. Und nicht mehr das Umwerfen. EMP-Bonusschaden gegen Roboter und Powerrüstung. Das ist sehr praktisch, hier gibt es viele Roboter. Nehmen wir mal eine Weile. So, mit wem können wir denn hier vielleicht noch interagieren? Einfach mal ausprobieren. Hier konnten wir noch nichts weiter machen, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein. Mit dem kleinen Kocher hier vielleicht. Was? Achso, das ist quasi mein Lagerfeuer hier drin. Das haben wir sowieso nicht gelevelt. Weiter. Hochklappe. Guten Tag, Bürger. Bibliothekseinheit 232,7 ist online und bereit, aufrührerisches Material zu vernichten. Den Aufruhr ausmerzen? Sicher, Bürger, das ist meine Pflicht und mein Lebensinhalt. All diese Vorkriegsbücher voller aufrührerischer und komplizierter Gedanken. Werfen Sie sie einfach rein und ratzfatz habe ich sie zermalt. Und ratzifatzi. So, was will er haben? Bücher oder was? Kannst du irgendwas anderes außer Bücher zu verarbeiten? Was bringt es, den Aufruhr auszumerzen, wenn die Aufrührer Zugang zu Mitteln haben, neuen Aufruhr zu erschaffen? Ich kann auch Bleistifte und Klemmbretter verarbeiten. Aha. Einen Moment. Also du willst Bücher, Klemmbretter und Bleistifte. Nein. Entschuldigung, Bürger. Scheinbar haben sich Verräter mit diesem Modul davongemacht. Wenn Sie eine Kopie dieses Moduls finden, werde ich mich glücklich schätzen, Ihre Fähigkeit, aufrührerische Literatur zu... Dann kriegen wir vielleicht Heftchen oder so. Du machst also leere Bücher? Wozu ist das dann gut? Leere Bücher sind besser für den Geist, Bürger. Echte Wissenschaft von echten Menschen in Kitteln hat gezeigt, dass neue Gedanken das Hirn verwirren. Leere Bücher entmutigen den Leser, keine Fragen zu stellen, sondern blind und eifrig das zu akzeptieren. Und das ist ja richtig. Das ist die einzige Möglichkeit. Sie auch verwenden, um ein Tagebuch zu führen, schätze ich. Oder so. Aber diese Bücher sind das letzte Vermächtnis aus der Vorzeit. Du kannst sie nicht einfach zerstören. Bürger, das klingt gefährlich aufrührerisch. Wenn mein Indoktrinationsmodul aktiv wäre, könnte ich mich für Sie darum kümmern. Leider wurde es aus Budgetgründen geschlossen. Sie müssen also Ihre eigene Indoktrination durchführen. Jetzt sofort. Für den Anfang benötigen Sie einen Käfig, der über Ihren Kopf passt und einen Sack Nacktmulle. Nacktmulle, okay. Bücher mit leeren Seiten, was? Ja, ich glaube, die kann ich zu etwas gebrauchen. Jetzt denken Sie wie ein Bürger, Bürger. Aha, andere Fragen bitte? Nee, das wär's soweit. Oh, was wir alles sammeln müssen. Bleiben Sie loyal, Bürger. Aber das wusste ich ja vorher nicht. Ist ja vielleicht auch gut so. Boon, was ist denn los? Ich verarzte dich, komm mal her hier. Oh, wirklich, du siehst nicht gut aus. Spritze. Na, wie lange dauert das? Ist er irgendwie krank oder so? Hm.
Eins nach dem anderen. Was habe ich denn noch bisher hier übersehen? Nein. Ach ja, hier ist doch eine ganze Menge. Becken! Wie sehen Sie denn aus? So schmutzig! Schmutzig! Ich nehme an, Sie wollen sich waschen. Ja, sicher. Wobei, Schmutz scheint dich irgendwie zu besorgen. Was stimmt nicht? Igitt, ist das unhygienisch. Wissen Sie, wie viele Bakterien in einem Kubikzentimeter Schmutz stecken? 700.000 Fantastilliarden! So viel? Möchten Sie so etwas Tag ein Tag aus Ihren Schlund heruntergespült bekommen? Bitte nicht, dankeschön. Das dachte ich mir. Nur ein Drink, danke. Ja, stimmt. Noch mehr Wasser. Trinken Sie so viel Sie wollen. Nur bitte berühren Sie mit Ihren Lippen nicht den Wasserhahn. Das ist so unhygienisch. Finde ich auch. Das ist wirklich nicht lecker. Ihre Dehydration hat abgenommen. Sie haben in der biologischen Forschungsstation gearbeitet, nicht wahr? Ich nehme an, Sie möchten sich waschen. Nein. Ich bin nur hier, um ein paar dieser leeren Flaschen aufzufüllen. Oh, warte, jetzt können wir wirklich leere Flaschen hier auffüllen? Aber die Schaltkreise, die es mir gestatten, mein Wasser in nicht-organische Behälter abzugeben, sind durchgebrannt. Finden wir, kein Problem. Dazu müssten Sie erst ein Ersatzmodul auftreiben. Okay, ich bin okay, wir reden später. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie Durst haben oder sich waschen Also das mit den entsprechenden Gerätschaften hier, das ist schon sehr unique, selbst hier in Fallout New Vegas. Nein. Mit wem können wir denn noch so reden? Mit dir? Tatsächlich. Oh ja. Hi. Es fühlt sich gut an, wieder online zu sein. Freut mich, dass ich helfen konnte. Alle Schaltkreise sind online und warten auf deinen Samen. Das hat sich jetzt ein bisschen... Aber das sollte sich wahrscheinlich falsch anhören. Was hast du gerade gesagt? Samen, Baby. Ich bin das Original. Die zertifizierte, exklusive biologische Forschungsstation GS2000. Oh ja, ich bin eine echte Samenklonmaschine. Du hast Samen? Ich werde sie klonen, bis mir der Saft ausgeht. Und was bedeutet das? Das Wunder des Lebens. Du bringst mir einige wasserspeichernde Genproben und ich wirke meine Magie auf sie. Ich klone alle möglichen Pflanzen. Oh ja. Ich kann da auch was für dich tun, wenn du auf sowas stehst. Bring mir alte Pflanzen und ich verwandle sie in saftiges Grün. Ja, das gefällt dir. Was? Das ist sehr merkwürdig. Ich bringe dir alte Pflanzen, alte vertrocknete Pflanzen und du kannst sie wieder pflanzbar machen? Du weißt es doch. Ich brauche nur ein paar Proben und schon geht's los. Dauert ein paar Tage, aber glaub mir, es lohnt sich. Saftiges Grün? Das Wunder des Lebens in klebriger, dickflüssiger Form. Erhitze das Zeug über einem Lagerfeuer und sieh zu, wie es sich... Naja, das können wir ja dann wieder eher weniger machen. Ich befehle dir, deinen Port zu öffnen, um meinen Samen entgegenzunehmen. Wir steigen da voll drauf ein. Was ist los mit ihm? Oh ja, einfach da reinstecken. In die dunkle, feuchte Erde. Starte Benutzeroberfläche. Na dann starte mal. Samen in Pflanztopf einarbeiten. Okay, Brockblume entfernt. Gut, dass ich dich durch bloßes Ansehen besamen könnte. Ja, danke, ne? Dankeschön. Viel Spaß weiterhin noch mit dem Samen. Kochplatte. Und hier könnten wir wieder kochen. So, was gibt es denn noch hier so? Alles schön mal absuchen. Dich kennen wir schon, aber uns geht's gerade ganz gut. Ich glaube, dann hätten wir mindestens 75% der Gerätschaften hier entdeckt. Der geht noch nicht. Das wird wahrscheinlich wirklich ein Radio sein.
Hier ist nichts weiter. Okay, wir wollen irgendwo hier hin. Was ist denn da noch? Ach so, der Lichtschalter. Hallöchen. Glatt übersehen. Partielle Funktionalität wiederhergestellt. Das ist suboptimal. Was für einen Zweck erfüllst du? Dr. Möbius und ich waren intensiv mit der Forschung an der Verbesserung der menschlichen Wahrnehmung durch Helligkeitsabstufungen beschäftigt. Und was kam dabei heraus? Wir haben etwas Faszinierendes beobachtet. Bestimmte Spektren des sichtbaren Lichts verbessern in der Tat kognitive Funktionen und Logikfertigkeiten. Natürlich. Dr. Möbius' Gehirn ist so groß, wir hatten Schwierigkeiten, es zu vermessen. Kannst du diese Lichter für mich anmachen? Ich fürchte nicht. Oh nein. Die Daten dieses Experiments sind verloren gegangen. Sie bräuchten ein Backup. Das besorge ich. Lichter verwenden wollen. Das wird wahrscheinlich Teil einer Aufgabe sein, oder? Wir müssen einfach super aufmerksam sein. Okay, danke schön, Lichtschalter. Und was wollen wir noch? Wir wollen darüber. Was ist denn da noch? Der nächste Lichtschalter? Ach, der Medizinkasten? Nein, dieser Lichtschalter tatsächlich. Das war ein schönes kleines Nickerchen. Wie lange war ich weg? Was bist du? So eine Art neuartiger redender Lichtschalter? Ich war Dr. Möbius' persönliche Assistentin. Mhm, wie der andere Lichtschalter auch. Mist, was haben wir nochmal studiert? Oh ja, Erleuchtung. Nein, warten Sie. Beleuchtung, so ist es. Wie Beleuchtung die menschliche Interaktion beeinflusst. Und was hast du herausgefunden? Oh, das war super aufregend. Es stellte sich heraus, dass einige hübsche bunte Lichter die Kommunikationsfähigkeit verbessern. Amazing, simply amazing. Kannst du diese Lichter für mich anmachen? Liebend gern, Schätzchen, aber ich habe dieses Programm nicht. Alle Daten der Experimente sind verloren gegangen. Ach, Menno. Sie müssten in diesen schrecklichen alten Krater gehen und die Sicherungskopie finden. Das machen wir. Das ist gebongt. Ich habe hier einen anderen Lichtschalter gesehen. Kontrollierst du den auch? Oh, die. Glauben Sie mir, Schätzchen. Ohne diese kleine, kaltschnäuzige Eiskönigin sind Sie besser dran. Okay, klingt, als ob es zwischen euch etwas böses Blut gibt oder, Schaltkreise. Diese Schlampe. Sie denkt, sie ist so viel besser als alle anderen, nur weil ihre Prozessoren größer sind. Oh, sie macht mich so wütend. Okay, ich hab nichts gesagt. Klar doch, Schätzchen. Okay, wir werden weiter. Wir sehen uns dann. Aufgabe erfüllt. Was dürfen wir als nächstes machen? Wobei, ich würde ganz gerne mal gucken, ob wir nicht zufällig hier noch ein bisschen Munition kaufen können. Und dann, ja, reparieren, stimmt. Turbo Laser Rifle, was kostet das? 6000, das geht aber noch, ne? Ja. Das Dingeling wollen wir reparieren. Sonst noch was? Lohnt sich eine Verkaufstour? Wir verschaffen uns mal eben einen Überblick. Sehr wohl, Sir. Sehr wohl, Sir. Erstmal Muni. Muni ist das Allerwichtigste. Und eventuell, ich glaube, die Modifikation für die Leergun müssen wir selber herstellen. Nein! Ich habe nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Nehmen wir mit. Oh, 4000. Ich schmeiß mich weg. Ja. Turbo Laser Rifle Recycler, den haben wir schon, ne? Ja, stimmt, den haben wir schon. Munition bitte! Wir brauchen. Ja, ich glaube von dir jetzt gerade. Nichts, ne? Sehr schade. Wir könnten höchstens für Boon ein bisschen 308er kaufen, auch wenn es nicht viel ist. Ich denke. Wir sind dann fertig. Ich steck dir noch meinen Verkaufskram schnell in die Taschen. Ach ja, der ABC-Anzug muss auch noch in die Sammelkiste. Verdammt, wir haben immer noch nicht den Slasher ausprobiert. Vielleicht noch ein paar Stimpacks einpacken. Und ich denke, das wäre es jetzt erstmal. Cool, bitteschön hier. 1000 Kronkorken. Dann wollten wir ablegen. Nichts hier, sondern hier drüben. Und zwar Scrap Electronic Parts. Zack, wo sind sie? Diese hier. Die Muni Boon geben. Die Leergun tunen.
Und dann nochmal an die Sammelkiste. Leergang. Was? Wie bitte? Aber ich habe doch gerade für die Leergang hier so ein schönes Dingeling gekauft. Increases Durability. Also naja, hält länger durch. Kann ich jetzt nicht raufschrauben, warum auch immer. Gut, ignorieren wir, machen wir später. Boon! Money! Nur für dich. Just for you. Bitte, 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 bitte. Und dann an die Sammelkiste. Wir kommen bald wieder, Kleiner. Wir bringen dir Coffee Mox mit und eventuell ein paar Tellerchen. Und dem Buchschredderer müssen wir Bücher mitbringen. Kleidung, das kann weg, das kann weg. Patientenkittel, Negligé. Und eigentlich auch die große Protonenaxt, weil wir benutzen sie kaum noch. Kann weg. Und ich denke, jetzt können wir wieder auf Tour gehen, nachdem wir geschlafen haben. Einmal bitte 24 Stunden schlafen. Nee. Nur 12 Stunden. Nee. 10 Stunden. 7 Uhr am Morgen. Jetzt geht die Party wieder los. Ich denke, wir können, ne? Ja. Ist in Ordnung, aber du konntest doch die Helligkeit nicht wirklich verstellen, ne? Nächste Aufgabe. Wo schickt sie uns hin? Leute beeinflussen. Finden Sie die Upgrades für die zentrale Intelligenzeinheit des Beckens. Wo genau? Da drüben. Ach, guck mal, die Ecke waren wir sowieso noch nicht so richtig. Waren wir hier schon? Hier? Nee, schade. Aber wir waren hier. Also können wir uns hier hin teleportieren und dann darüber gehen. So machen wir es. Los! Los!